Manchmal fragst du dich, spinnen alle hier eigentlich oder nur ich? Vielleicht geht es nur mir so oder auch dir so. Und man muss nicht einmal an einem kriminellen Tatort sein und doch hat man so ein merkwürdiges Gefühl. Hier stimmt was nicht. Irgendwas ist. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist was. Und die einzige Diagnose, die man da spontan zustande bringt, ist komisch. Okay, komisch klingt nicht kompetent. Da weiß der Mediziner dann guten Rat und formuliert eloquent vegetative Dystonie. Wenn du mit dem Kopf unterm Arm bei dem Aufrock sagt er, ah, das, was Sie haben, ist nicht richtig. Ich weiß aber auch nicht richtig, was Sie haben. Aber klarer Fall, vegetative Dystonie. Jo, so geht's mir bisweilen. Denn ich kann mich nicht entscheiden. Wer von uns ist denn jetzt Meschugge? Bin das ich oder sind das alle die da? Von meinem Gefühl her würde ich sagen, eindeutig und untrüglich, die haben nicht alle Latten am Zaun, ich aber bin klar. Doch dummerweise kann das rein rechnerisch gar nicht aufgehen. Da müssten nämlich dann die alle klar sein und ich sie nicht mehr alle haben. Sicherlich ist es sinnvoll, in einem solchen Konfliktfall sorgfältig zu checken, ob man morgens seine Medikamente genommen hat. Tja, aber wenn das passt, fragt man sich doch, was passiert hier? Hier passiert eine Verrückung. Du bist aus deiner Normalsituation herausgerückt und befindest dich nun, ja wo eigentlich, in einer neuen Wirklichkeit. Aber ist das jetzt ein Wahn oder die Wahrheit? Theoretisch sind wir damit wieder bei der Ursprungsfrage, wer ist hier der Irre? Aus dieser verdummenden Denkschleife kommst du nur, wenn du diesen kostenlosen Selbsttest machst. Obacht! Dieses spezielle Fühlphänomen, das, was da so komisch ist, wenn du dich auf einmal klein, dick, dumm und hässlich fühlst. Ich frage dich, fühlst du dich immer, überall und mit jedermann so doof? Oder passiert das nur in bestimmten Situationen mit bestimmten Personen? Nun, wenn du dieses spezielle Phänomen immer, überall und mit jedermann hast, dann schnell zum Therapeuten. Wirklich wichtig. Wenn nun aber du dieses bestimmte Phänomen nämlich nicht immer und nicht überall und nicht mit jedermann hast, sondern dich sonst auf eine völlig andere Weise kennst, dann hat das sehr wohl etwas mit dieser speziellen Person in dieser besonderen Situation zu tun. Und dann ganz schnell zum Profiler. Weißt du Bescheid. Und wenn du sowas Spezielles geklärt kriegen willst, kein Ding. Komm in mein 1:1 Personal Coaching. Gern navigiere ich dich persönlich aus unzivilisiertem Gebiet heraus, hinein in neue Möglichkeiten. Klicke jetzt auf den Link.